Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, endlich Herbst. Ich habe mich am Wochenende ernsthaft gefragt, ob ich mir fürs Freibad noch einen Übergangsbikini kaufe. Dadurch, dass man von der Kleidung angeblich auf den Menschen schließen kann, wundert's mich ja immer wieder, dass so wenig Leute ohne Zwangsjacke rumlaufen. Was red ich auch mit einem Mann über Klamotten? Als ich meinen Freund heute Morgen gefragt habe, ob der Wollpulli mich dick macht, meint er, weiß nicht, dazu müsstest du den erstmal essen. Einmal die Vier und die Vogue mit der Sonderbeilage Herbst Basics 2019. Stefan, wir Frauen würden es sehr begrüßen, wenn ihr Typen euch mal mehr in die Materie reindenkt. Ich weiß, was die Frau diesen Herbst trägt. Ach ja? Aus dem Keller die Winterreifen. Was frag ich auch? Also zum Herbstanfang sind Tag und Nacht übrigens gleich lang und ab sofort werden die Tage dann kürzer. Stefan, manchmal überlege ich mir, ob ich nicht lieber eine Boutique haben sollte als eine Tanke. Hier kommt man sich doch vor wie in einem Klamottenladen. Ach ja? Erst knöpfst du dir deine Kunden vor, dann müssen sie die Hose runterlassen und wenn du fertig bist, guckt man blöd aus der Wäsche. Auch wieder wahr. Mach 386,95 €. Sammeln Sie Prada-Punkte, haben Sie eine Jobcard oder sind Sie im Harald-Glöckler-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.